Konto in der Schweiz eröffnen als Deutscher? Welche Dokumente will die Bank sehen? Seit Covid-19 und dem Krieg in der Ukraine werden Schweizer Banken mit Geld aus dem Ausland überflutet. Die Fluchtwährung Schweizer Franken ist gefragt wie noch nie zuvor. Ein richtiger Geldtsunami kommt in die Schweiz. Die Kehrseite der Medaille ist, Schweizer Banken sind wählerisch geworden. Sie nehmen nicht jeden. Sie wollen keine Risiken eingehen. Konto in der Schweiz eröffnen als Deutscher mit Wohnsitz in Deutschland, wohlgemerkt, ist zwar schwieriger als früher, aber sicher nicht unmöglich, wie im Internet fälschlicherweise behauptet wird. Mit den richtigen Unterlagen ist das Konto in einer Woche offen. Die Herkunft der Gelder muss gut dokumentiert sein. Und zwar so gut, dass die Herkunft leicht nachvollziehbar ist. Leicht nachvollziehbar. Und jetzt kommt die sensationelle Neuigkeit bei den Banken. Weiß die Bank den Kontoeröffnungsantrag mehr als zweimal zurück, wegen falscher Unterlagen, gibt es massive Bonuskürzungen für den Kundenbetreuer. In diesem Video erkläre ich Ihnen wieso, später im Video. Nach diesem Video wissen Sie genau, was die Bank von Ihnen will, welche Dokumente Sie besorgen müssen, welche Fragen die Bank stellen wird und welches die besten Antworten sind, die die Banken gerne hören möchten. Mit den richtigen Unterlagen und den richtigen Antworten, welche Banken gerne hören, ist Ihr Schweizer Bankkonto in einer Woche eröffnet. Bleiben Sie dran! Caputo & Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Ich bin Enzo Caputo, ich bin Schweizer Rechtsanwalt mit über 30 Jahren Erfahrung mit internationaler Privatkundschaft im Private Banking. Ich habe als Compliance Officer und Chef der Rechtsabteilung innerhalb der alten UBS-Gruppe gearbeitet. Ich war der CEO des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Heute bin ich Inhaber der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners und der Domain SwissBankingLawyers.com. Hier finden internationale Geschäftsleute wie Sie Tipps und Lösungen, um das Vermögen bei Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. Rekordsummen aus aller Welt fließen in die sichere Schweiz. Das Vertrauen in den Euro und den US-Dollar ist zerstört. Inflation, Kaufkraftverlust, Kapitalverkehrskontrollen und Verstaatlichung bedrohen die finanzielle Zukunft deutscher Anleger. Geld in der Schweiz anlegen wird für deutsche Anleger immer attraktiver. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine rufen mich Kunden aus Deutschland, Polen, Schweden, Finnland und Litauen an, um ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen. 30% aller privaten Offshore-Gelder der Welt liegen bereits bei Schweizer Banken. Rekordsummen fließen konstant in die Schweiz. Das hat dazu geführt, dass die Schweizer Banken bei der Auswahl neuer Kunden wählerisch geworden sind. Sie nehmen nicht jeden. Das bedeutet umfangreiche Hintergrundabklärungen. Schweizer Banken wollen ihre Kunden genau kennen. Die Banken weisen riskante Kunden ab. Sie ziehen es vor, auf einen Kunden zu verzichten, als den falschen Kunden zu haben. Der Schweizer Bankensektor ist streng reguliert, sogar überreguliert, weil es in der Vergangenheit Skandale um Schwarzgeld und Geldwäsche gab. Die Bank wird Ihnen unangenehme Fragen stellen. Sie müssen diese Fragen beantworten. Nicht nur das, Sie müssen Ihre Antworten mit der passenden Dokumentation belegen. Haben Sie keine Angst vor den Fragen, machen Sie sich keine Sorgen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Freuen Sie sich auf die Fragen der Bank. Banken, die Fragen stellen, das ist eine gute Sache. Ich sage Ihnen auch wieso. Eine Bank, die Fragen stellt, ist eine gute Bank. Sie ist gut, weil sie streng reguliert und überwacht ist. Wenn eine Bank keine Fragen stellt, stehen Sie auf und laufen Sie sofort weg. Andernfalls werden Sie Ihr Geld verlieren. Sie werden es nie mehr sehen. Im Internet werden Konten in Nordzypern angeboten, ohne auf die Gefahren des Wild West Bankings in Nordzypern hinzuweisen. Ich hatte mehrere Kunden, die ihr Geld bei den falschen Banken in der türkischen Republik Nordzypern parkiert hatten. Es waren mehrere Millionen Euro. Sie suchten meine Hilfe, weil die Bank das Geld nicht mehr zurückgeben wollte. Die Banken in Nordzypern haben
hatten keine Fragen gestellt bei der Kontoeröffnung. Die Konten wurden sofort eröffnet. Die Kunden suchten die absolute Anonymität, weil mit dem Geld etwas nicht stimmte. Sie fanden die gewünschte Anonymität dank dem Wild West Banking in Nordzypern. Es gab und es gibt heute noch kein automatischer Informationsaustausch und kein Common Reporting Standard über die Kontodaten. Das Geld wurde so stark anonymisiert und versteckt, dass es auf immer und ewig verschwunden ist. Selbst für die Eigentümer des Geldes, also selbst die Eigentümer finden das Geld nicht mehr, weil es eben nicht mehr da ist. Die Gerichte in Nordzypern machten mit den türkischen Bankdirektoren der Wild West Bank in Nordzypern gemeinsame Sache. Die Bankdirektoren wussten sehr wohl, dass das Geld nicht versteuert war. Wir mandatierten eine Armee von Anwälten in Nordzypern. Sie waren Meister der Verzögerungstaktik. Internationale Rechtshilfeersuchen wurden nicht beantwortet. Sie landeten in den Papierkorb. Mit aus der Luft gegriffenen Begründungen wurden Gerichtsverfahren chronisch vertagt und verzögert, bis sie endgültig im Sand versunken sind. Wir hatten keine Chance, das Geld zurückzuholen. Das Geld war weg. Vermutlich wurden selbst die türkischen Anwälte am Kuchen beteiligt. Eine Bank, die keine Fragen stellt, ist nicht reguliert, ist keine Bank oder eine falsche Bank oder eine fiktive Bank mit korrupten Bankdirektoren, die das Geld der Kunden stehlen. Trotz den vielen Fragen der Schweizer Bank wird für sie die Kontoeröffnung in der Schweiz zum Kinderspiel. We fight for your money. Gehen Sie Banken, die keine Fragen stellen, aus dem Weg. Andernfalls verlieren Sie Ihr Geld auf immer und ewig. Bei Schweizer Banken taucht das Geld immer auf. Immer. Das beweist die folgende Geschichte. Mit den Untersuchungen zu den Holland-Kost-Geldern vor 25 Jahren wurde ein nachrichtenloses Konto aus dem Jahr 1913 entdeckt. Es gehörte dem russischen Revolutionär Wladimir Lenin. Er lebte vor dem Ersten Weltkrieg in Zürich, wo er auch das Konto eröffnete. Sein Schweizer Bankkonto überlebte den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und sogar die Sowjetunion. Und das Geld war immer noch da. Diese Geschichte ist die beste Werbung für Schweizer Banken. Ein Bankkonto in der Schweiz gibt es mit 284 Banken und ca. 2500 unabhängigen Vermögensverwaltern. Nicht alle Banken sind gleich. Nicht alle Banken verfolgen das gleiche Geschäftsmodell. Aber sie befolgen alle die Know Your Customer Vorschriften, also die KYC Rules, die Know Your Customer Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Know Your Customer bedeutet, kenne deinen Kunden. Aufgrund der großen Nachfrage nach Schweizer Bankkonten sind Schweizer Banken sehr wählerisch geworden, wie bereits gesagt. Sie wollen ihre Kunden genau kennen. Sie sind risikoscheu geworden. Es wird es kompliziert, wird der Kunde einfach abgewiesen. Sie wollen keine komplizierten Kunden. Es gibt aber Banken, die verlangen vom Kunden eine sehr große Anlagesumme, zum Beispiel 25 Millionen. Assets under Management, wenn der Background kompliziert ist. Die Überlegung der Bank ist folgende. Wenn wir schon hohe Risiken mit dem Kunden eingehen, dann wollen wir auch richtig verdienen. Und jetzt kommt die Sensation. Passen Sie auf. Es gibt immer mehr Banken, die neuerdings den Bonus des Kundenbetreuers massiv kürzen, sobald der Compliance Officer den Kontoeröffnungsantrag mehr als zweimal zurückweisen muss. Geht das Dossier mehr als zweimal hin und her, wird der Bonus gekürzt. Damit signalisiert die Bank allen Mitarbeitern eine kristallklare Botschaft. Komplizierte Kunden, die einen nicht leicht nachvollziehbaren Hintergrund haben, werden abgewiesen. Kunden mit lückenhafter Dokumentation sind unerwünscht. Nur Kunden, die eine kristallklare Geschichte präsentieren, die entsprechend gut dokumentiert ist, und leicht nachvollziehbar ist, werden aufgenommen. Die Banken haben gewisse Länder, sensible Aktivitäten und Personen markiert und Risikoklassen kreiert. Die häufigsten Risikokriterien sind das Land, in dem Sie Ihren steuerlichen Wohnsitz haben, Ihre Nationalität gemäß Reisepass, die Höhe des Vermögens, die Art der Transaktionen, Ihr wirtschaftlicher und politischer Hintergrund und die Herkunft der Gelder. Wenn Sie die Herkunft der Gelder nicht mit Dokumenten nachweisen können, haben Sie keine Chance auf ein Konto in der Schweiz. Um die Risiken besser einschätzen zu können, stellen die Banken folgende Standardfragen. Gehört das Geld Ihnen?
Wie haben Sie Ihr Geld verdient? Aus welchen Ländern stammt Ihr Geld? Woher kommt es und welche Geschichte hat es? Wo befindet sich Ihr Geld jetzt? Bei welcher Bank? In welchem Land? Wie haben Sie die erste Million verdient? Was sind Ihre Pläne mit Ihrem Geld für die Zukunft? Wenn Sie hier antworten, dass nach Eingang der Gelder diese sofort wieder für einen Immobilienkauf benötigt werden, haben Sie ein Eigengoal geschossen. Es wird nie ein Konto eröffnet. Welche Arten von Kontobewegungen erwarten Sie in Zukunft? Brauchen Sie ein Schweizer Konto für Ein- und Auszahlungen? Haben Sie vor, das Konto als Durchlaufskonto für Drittpersonen zu missbrauchen? Sind Sie bereit, Ihr Geld zu investieren? Investieren Sie Ihr Vermögen auch in Finanzprodukte? Benötigen Sie eine Anlageberatung? Wollen Sie Ihre Bank beauftragen, Ihr Geld zu verwalten? Benötigen Sie Ihr Geld, um Geschäfte in der Schweiz oder im Ausland zu tätigen? Sind Ihre Vermögenswerte versteuert? Sehr wichtige Frage. Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer? Sind Sie eine politisch exponierte Person? Haben Sie in den USA studiert? Sind Sie eine US-Person? Haben Sie Connections zu den Vereinigten Staaten von Amerika? Machen Sie Geschäfte mit Ländern, die korrupt sind? Kommen einige Ihrer Einkommensströme aus Ländern, die für die Drogenproduktion oder für Korruption bekannt sind? Sind Sie in sensible Geschäfte involviert, wie zum Beispiel Bergbau, Rohstoffhandel, Autohandel, Goldhandel, Diamantenhandel, Adult Entertainment, Nachtclubs, Glücksspiel, Casino, Diskotheken, Immobilienprojekte, Glücksspielindustrie, Waffenherstellung? Mein bester Tipp für Sie: Erwähnen Sie keine sensiblen Geschäfte. Wenn Sie solche Geschäfte abgeschlossen haben, dann bringen Sie diese Einkünfte nicht in die Schweiz. Wir finden für Sie eine andere Lösung. Versuchen Sie, kurze und präzise Antworten zu geben, die der Wahrheit entsprechen und leicht nachvollziehbar sind. Leicht nachvollziehbar. Sonst geht das Dossier hin und her und am Schluss werden Sie abgewiesen. Vermeiden Sie lange, romaneske Ausführungen. Wenn Sie zu viele Informationen geben, kann das nach hinten losgehen. Denken Sie daran, Schweizer Banken sind risikoscheu. Ihre Antworten werden genau überprüft. Wenn Sie in sensible Aktivitäten involviert sind, sollten Sie diese der Bank gegenüber erst dann erwähnen, wenn überhaupt, wenn Sie gut dokumentiert sind. Lügen Sie die Bank nicht an. Sehr wichtig, niemals lügen. Schweizer Banken verfügen über die besten Compliance-Tools der Welt. Andernfalls laufen Sie Gefahr, als Kunde abgelehnt zu werden. Gehen Sie nicht allein zur Bank, wenn Ihnen das Konto in der Schweiz wichtig ist. Lassen Sie uns zusammenkommen und eine Bank finden, die mit Ihren Geschäftsaktivitäten vertraut ist. Die Antigeldwäschereigesetze sind sehr streng geworden. Dieses Jahr gab es nochmals eine Verschärfung. Ab Januar 2023 ist die Geldwäschereigesetzgebung verschärft worden. Schweizer Banken arbeiten gerne mit Anwälten oder Treuhändern zusammen, denen sie vertrauen können und die die Kunden bereits vorfiltriert haben. Ich führe Sie bei einem Senior Banker ein, der in der Bank etwas zu sagen hat. Wie viele Seiten umfasst ein Antrag für eine Kontoeröffnung? Die Anzahl Seiten für einen Kontoeröffnungsantrag wächst zusehends. Die Formulare für eine Kontoeröffnung in der Schweiz haben einen Umfang von 50 bis 100 Seiten. Was ist der häufigste Fehler bei der Kontoeröffnung? Ein häufiger Fehler ist, Formulare zu unterzeichnen, ohne den Inhalt zu lesen. Zu kennen. Unterschreiben Sie keine Formulare, ohne den Inhalt zu kennen und verstanden zu haben. Nicht alle Formulare sind obligatorisch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unterzeichnen Sie keine allgemeinen Verpfändungsverträge. So ein Vertrag gibt der Bank die Befugnis, ihr gesamtes Vermögen zu verwerten. Die Liquidation wird zum denkbar ungünstigsten Preis erfolgen. Lassen Sie sich nicht auf gehebelte Geschäfte ein. Hebeln Sie nicht herum, spekulieren Sie nicht mit Geld, das Ihnen nicht gehört. Aufpassen, das ist Gambling, das ist nicht Anlegen, das ist Gambling. Das hat mit Geld in der Schweiz Anlegen nichts zu tun. Nehmen Sie keine Lombardkredite auf. Lombardkredite können ein finanzielles Desaster auslösen, also seien Sie vorsichtig damit. Es gibt schon Fälle, wo das gerechtfertigt ist. Ich habe Kunden erlebt, die ihr gesamtes Vermögen durch einen Margin Call blitzartig verloren haben.
eben durch diese Lombardkredite. Produktpusher verkaufen zuerst einen Lombardkredit, danach wird gehebelt und spekuliert, bis das ganze Geld weg ist. Das Schlimme ist, dass sie keine Chance haben, das Geld zurückzuholen. Sie realisieren erst danach, was genau passiert ist. Ich habe leider schon mehrmals erlebt, wie bonusgierige Banker, eben sogenannte Produktpusher, mehrere Dutzend Millionen Franken in wenigen Monaten vernichtet haben. Wenn Sie zu mir kommen, wird Ihnen so etwas niemals passieren. Ich arbeite nie mit Produktpusher zusammen, aber wirklich nie. Mit meiner Unterstützung ist Ihr Konto in circa einer Woche offen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon tausende von Konten eröffnet. Ich werde Sie Schritt für Schritt durch den Kontoeröffnungsprozess begleiten. Ich werde dafür sorgen, dass Ihr Geld in sichere Hände kommt. Mit einem korrekt aufgesetzten Schweizer Konto können Sie Ihre finanzielle Zukunft absichern. Ich helfe Ihnen dabei. Welche Unterlagen sind für die Eröffnung eines Bankkontos erforderlich? Sie benötigen einen gültigen Reisepass. Sehr wichtiges Dokument. Der Reisepass sollte noch ein Jahr gültig sein. Die Bank wird Sie anhand des Reisepasses identifizieren und Ihre Passkopie ins Dossier legen. Führerscheine und Personalausweise von nicht ansässigen Kunden werden nicht akzeptiert. Also wenn Sie Wohnsitz in Deutschland haben, bringen Sie den Pass und keine Personalausweise und keinen Führerausweis. Eine notariell beglaubigte und mit Apostille versehte Kopie des Reisepasses ist ebenfalls in Ordnung. Bevor ich potenzielle Kunden der Bank vorstelle, ziehe ich es vor, eine Vorprüfung mit der gleichen Datenbank vorzunehmen, die auch die Banken haben. Anhand der Passkopie wird die Bank ihren Namen mit der Datenbank namens WorldCheck abgleichen. Welche Informationen enthält WorldCheck Risk Intelligence? Die WorldCheck Risk Intelligence Datenbank umfasst alle bekannten Terroristen, alle Sanktionen, Embargos und die Listen mit politisch exponierten Personen und andere Verbrecher. Das Screening geht aber weit über solche Listen hinaus. Alle Schweizer Banken verfügen über die bekannte Datenbank namens WorldCheck. Wenn Sie das Pech haben, in WorldCheck aufgeführt zu sein, wird die Eröffnung eines Schweizer Bankkontos praktisch unmöglich. Es gibt jedoch ein spezielles Delisting-Verfahren für Kunden, die aus WorldCheck entfernt werden wollen. Wir sind spezialisiert auf solche Löschungen aus WorldCheck. Ich kenne den Gründer von WorldCheck persönlich, Herrn David Leppen. Er hat WorldCheck vor 22 Jahren erfunden, als er noch ein Student war. Er verkaufte WorldCheck an Schweizer Banken, um politisch exponierte Personen zu identifizieren. Heute ist WorldCheck im Besitz von Thomson Reuters. WorldCheck sammelt die Namen von Personen mit negativer Reputation für 240 Länder und Territorien. Dazu gehören auch die Listen der Sanktionen, Embargos und Terroristenlisten. Wenn Sie in WorldCheck aufgeführt sind, haben Sie ein Problem. Es spielt keine Rolle, ob Sie unschuldig oder schuldig sind. Die Tatsache allein, dass Sie in WorldCheck erscheinen, ist ein Riesenproblem. Sie haben keine Chance, ein Bankkonto zu eröffnen. Glauben Sie mir, ein Leben ohne Bankkonto ist ein Albtraum. Ich hatte solche Kunden, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe diversen Kunden geholfen, aus WorldCheck zu verschwinden. Es war kein leichtes Unterfangen, glauben Sie mir. Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte oder Beneficial Owner? Das ist die wichtigste Person. Der wirtschaftlich Berechtigte oder Beneficial Owner ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt über dazwischen geschaltete Gesellschaften die Vermögenswerte kontrolliert oder besitzt. Es ist fundamental, die Identität des Beneficial Owners zu kennen, um die Geldwäscherei zu bekämpfen. Lassen Sie mich Ihnen eine einfachere Definition des Beneficial Owners geben. Eine Definition, die ich selbst erfunden habe. Der wirtschaftlich Berechtigte, also der Beneficial Owner, ist derjenige, der am lautesten schreit, wenn das Geld verschwindet. Und wenn das Geld wegkommt, derjenige, der am lautesten schreit, ist der wirtschaftlich Berechtigte. Das Formular A. Das Formular A ist das wichtigste Formular der ganzen Kontoeröffnungsgeschichte. Die Bank stellt die Identität des Beneficial Owners mit dem berühmten Formular A fest. Es ist das wichtigste Formular im Kontoeröffnungsantrag. Die Angabe falscher Daten auf dem Formular A ist eine schwere Straftat, nämlich eine Urkundenfälschung. Auf Urkundenfälschung steht in der Schweiz eine hohe Strafe von bis zu 10 Jahren Zuchthaus. Mit dem Formular A ist nicht zu spaßen. Wieso wollen Banken ihre Stromrechnung? Sie benötigen eine Stromrechnung vom Elektrizitätswerk im Original
oder als beglaubigte Kopie. Die Stromrechnung belegt Ihre physische Anwesenheit, Ihr Wohnort, also ein Wohnort, wo Sie wirklich wohnen, weil Sie haben dort Strom verbraucht, Sie haben dort Gas verbraucht. Einfach ausgedrückt, die Bank will einen Nachweis für Ihre Adresse, und zwar für die richtige Adresse. Eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, aus der der Wasser-, Strom- oder Gasverbrauch hervorgeht, ist ideal. Die Rechnung muss an Sie adressiert sein. Wenn nicht, ist sie nutzlos. Bitte beachten Sie, dass eine Telefonrechnung nicht ausreichend ist. Was bedeutet Nachweis der Mittelherkunft? Ein Nachweis über die rechtmäßige Herkunft der Mittel ist unerlässlich. Diese Dokumente sollten Ihren beruflichen Aktivitäten, Ihr Unternehmen und die Quelle Ihrer Mittel belegen. Wenn Sie angestellt sind, legen Sie den Dienstleistungsvertrag mit dem Unternehmen vor, also den Arbeitsvertrag, für das Sie tätig sind. Wenn Sie selbstständig sind, legen Sie die Internetdomains, die Bilanzen und die Kontoauszüge vor. Kontoauszüge sind sehr hilfreich, weil Sie damit dokumentieren können, wo Ihr Geld ist. Sie können die Verträge mit den wichtigsten Kunden und einige Rechnungen vorlegen. Wenn Sie das Geld geerbt haben, können Sie den Erbschein mit den Nachlassunterlagen vorlegen. Wenn Sie ein Geschäftshaus oder eine andere Immobilie verkauft haben, können Sie die Verträge und den Auszug aus dem Grundbuchregister vorlegen. Wenn das Geld aus einer Scheidung stammt, zeigen Sie das Scheidungsurteil. Wenn Sie geistiges Eigentum besitzen, legen Sie die Auszüge aus den Registern vor. Wenn Sie mit einem Börsengang Geld verdient haben, Sie haben zum Beispiel ein IPO gemacht, zeigen Sie den Vertrag des verkauften Unternehmens. Wenn Sie mit dem Handel von Rohstoffen Geld verdient haben, legen Sie die Liefer- und Frachtpapiere sowie die Konnoszemente vor. Wenn Sie genauere Informationen zu diesem Thema wünschen, lesen Sie meinen sehr ausführlichen Artikel auf meiner Webseite 10 Gründe, wieso Sie ein Konto in der Schweiz eröffnen müssen. Wo finde ich meine Steueridentifikationsnummer? Aufgrund der vielen Skandale in Zusammenhang mit Steuerhinterziehung in den vergangenen Zeiten des Swiss Wild West Bankings und den hohen Bußen in Höhe von Milliarden von Franken wollen die Schweizer Banken 100% sicher sein, dass das Geld versteuert ist. Das beste Dokument zum Nachweis der Steuerkonformität ist die letzte Steuererklärung. Auf der Steuererklärung finden Sie die TIN Number, die internationale Steueridentifikationsnummer. Die müssen Sie immer bekannt geben und bereithalten für die Kontoeröffnung. Wenn Ihr Geld nicht steuerkonform ist, haben Sie keine Chance, ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen. Vergessen Sie es. Es gibt keine Schweizer Bank, die Schwarzgeld annimmt. Es gibt in der Schweiz praktisch kein Schwarzgeld mehr. Es wurde legalisiert in der Zwischenzeit. Diese Insider-Informationen finden Sie nicht in Universitäten, nicht in Bibliotheken, nicht in Buchhandlungen und auch nicht im Internet. Wenn Sie diese Informationen nützlich finden, zeigen Sie es mir bitte. Bitte liken, teilen und abonnieren Sie jetzt meinen YouTube-Kanal und läuten Sie die Glocke. Damit verpassen Sie nie wieder meine neuen Videos. Wenn Sie Ihre finanzielle Zukunft absichern möchten, wenn Sie einen erstklassigen Vermögensverwalter wünschen, der Ihr Geld Schritt für Schritt vermehrt, dann schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich jetzt an. Wählen Sie die obige Telefonnummer 00414421244404. Bringen Sie Ihr Geld aus Ihrem Land weg, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.